Hallo meine Lieben, ich möchte euch heute eine Frage beantworten, die mich so viele Patienten fragen. Nämlich, wie kann es sein, dass ich Karies bekomme, obwohl ich mir so gut die Zähne putze? Ich stelle dann immer eine Gegenfrage und zwar, benutzen Sie denn auch Zahnseide oder Interdentalbürstchen, irgendetwas, um die Zahnzwischenräume zu reinigen? Und die Antwort lautet in der Regel nein. Und wenn man seine Zahnzwischenräume nicht reinigt, muss man sich auch nicht wundern, wenn man Karies bekommt. Ich möchte das mal zeigen, am Beispiel von, das ist Oscar. Und zwar, ich werde mal kurz einen Zahn herausziehen, um euch das zu zeigen. So. Das ist ein Zahn und ein Zahn, Moment, ein Zahn hat immer fünf Seiten, nämlich die Kaufläche, außen, innen und dann auch die beiden Seiten zu den Nachbarzähnen hin. Und mit der Zahnbürste kann man nur drei dieser Flächen des Zahnes putzen, nämlich die Kaufläche, außen und innen. Und was ist mit den anderen beiden Seiten? Die werden nicht geputzt, die werden nicht gepflegt, nicht gereinigt. Und dort sitzt die Plaque, dort sitzen die Bakterien und dort entsteht dann die Karies. Und dort kommt man mit der Zahnbürste nicht hin. Da braucht man andere Hilfsmittel und zwar entweder Zahnseide oder sogenannte Interdentalbürstchen. Dann gibt es noch Zahnstocher. Von Zahnstochern würde ich dringend abraten. Die machen nichts weiter außer das Zahnfleisch kaputt. Sie stochern eben herum, wie der Name schon sagt, und erfüllen nicht ihren Zweck, nämlich die Plaque im Zahnzwischenraum zu beseitigen. Und da kommt man wirklich nur entweder mit Zahnseide oder den kleinen Interdentalbürstchen hin. Wenn man sich das jetzt mal überlegt, zwei Flächen von diesem Zahn werden nicht geputzt. Zwei von fünf, das sind zwei Fünftel, die nicht geputzt werden. Und viele Patienten nehmen niemals Zahnseide oder Interdentalbürstchen. Das heißt, diese Flächen werden auch niemals gereinigt. Und dort ist eben dann die Stelle, wo als erstes die Karies entsteht. Was ist nun besser? Zahnseide oder Interdentalbürstchen? Da mache ich auf jeden Fall noch mal ein gesondertes Video drüber. Wichtig ist mir nur erstmal, benutzt eins von beiden oder eventuell sogar beides. Fragt eventuell euren Zahnarzt, wie er das sieht, was für euch individuell das Beste ist. Aber seid euch bewusst, Zähneputzen allein reicht nicht aus, okay? Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es war hilfreich für euch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao!